doch gleich aus wie selbstgemacht. Die Teller sind auch der neueste Schrei im Foodblogger-Himmel. Hi ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr bei meinem neuen Food Diary wieder mit am Start seid. Und ich begrüße an der Stelle auch ganz, ganz herzlich alle neuen Zuschauer, die seit der letzten Woche hier auf meinem Kanal gefunden haben. Super, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier gibt es halt jeden Sonntag ein Food Diary, zwischendurch mal das ein oder andere Rezeptvideo oder irgendein Unsinnvideo. Je nachdem, wo ihr auch so Bock drauf habt, das könnt ihr mir immer super gerne in die Kommentare schreiben. Wie immer seht ihr gleich, was ich letzte Woche gegessen habe. Und weil ihr das so gerne schaut, habe ich euch auch nochmal meine Einkäufe gezeigt. Ansonsten, das Food Diary ist ausschließlich Low Carb. Ich versuche ja gerade meine Weihnachtsfunde wieder runterzukriegen. Sie sind auch verschwunden seit der letzten Woche. Ich hatte euch ja versprochen, ich halte euch da auf dem Laufenden, also sie sind wieder weg. Genauso wie die Weihnachtsdeko. Und seht ihr, ich habe es euch ja letzte Woche gesagt, man muss sich da oder darf sich da auch nicht zu sehr einen Kopf machen und zu viel Stress machen. Häufig sind es auch Wassereinlagerungen, die der Körper da einfach noch in sich hat. Ich kann euch nur sagen, ich habe von letzte Woche Freitag bis diesen Freitag 1,8 Kilo abgenommen und das wird mit Sicherheit nicht 1,8 Kilo Fett gewesen sein, sondern hundertprozentig auch noch irgendwas ja an, keine Ahnung, Mageninhalt, Wassereinlagerung von den ganzen Süßigkeiten etc. pp. Von daher adios Weihnachtsfunde, schön, dass ihr weg seid. Ihr könnt gerne nächstes Jahr wiederkommen, bis dahin könnt ihr wegbleiben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich drauf, von euch in den Kommentaren zu lesen. Also könnt ihr gerne schon mal beim Zugucken fleißig schreiben, wenn ihr mögt. Also Attacke, los geht's. Viel Spaß und wir sehen uns am Ende noch mal kurz. Tschüss! Guten Morgen, ich habe mir gerade mein Frühstück zubereitet. Heute bin ich ein bisschen später dran. Es ist schon, glaube ich, 11 Uhr, habe eben mein Video hochgeladen. Und ich habe mir hier 250 Gramm griechischen Joghurt gemacht mit Sesam, dann gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Heidelbeeren, die zuckerfreien Schokodrops und die zuckerfreie Schokosoße. Ist beides in der Infobox verlinkt. Ja, das kann jetzt erstmal hier so ein bisschen auftauen, während ich Sport mache und vorher gönne ich mir noch einen kleinen Ingwer-Shot, den nehme ich ja immer so als kleinen Booster-Wachmacher vorm Sport. Jetzt geht es erstmal also eine Stunde aufs Ergometer und dann freue ich mich riesig auf mein Frühstück. So, bevor es gleich noch ein bisschen ans Arbeiten geht, habe ich mir hier mal einen süßen Snack gemacht. Mir war irgendwie noch was Süßes. Und zwar seht ihr hier eine Low Carb Keto Waffel von Keto Up, also eine halbe habe ich mir hier gemacht. Auch nochmal mit der zuckerfreien Schokoladensoße, obendrauf ein paar Kokoschips. Ja, und ich toaste mir die immer ganz gerne auf, dann ja so ein bisschen warm, ist auf jeden Fall noch leckerer. Dazu habe ich mir ein Käffchen gemacht. Ja, und das werde ich jetzt genießen, bevor ich dann gleich noch was fleißig bin. Die Waffel, die bekommt ihr ja bei Keto Up, ne? Da gibt es ja diese frischen Low-Carb-Backwaren. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Shop auch nochmal in der Infobox. Da bekommt ihr dann mit meinem Code Sandra10 ja nach wie vor die 10% Rabatt. Und dann sehen wir uns zum Abendessen. Und zwar gibt es heute was, das gibt es hier häufig sonntags, weil ich die Zutaten auch meistens so notfallmäßig da habe. Kennt ihr diese Tradition, dass wenn man an Neujahr, gut, es ist schon der 6. Januar, aber egal, wenn man an Neujahr was mit Sauerkraut isst, dass das Glück bringt? Das wird übrigens mein Sauerkraut-Chorizo-Gratin, diesmal allerdings mit normaler Mettwurst anstatt mit der spanischen Paprikasalami. Und spätestens jetzt ist der Moment gekommen, wo es hässlich wird. Da ist jetzt noch ein bisschen saure Sahne drüber. Ich habe das diesmal echt total abgewandelt. Normal kommt geriebene Emmentaler drüber, aber es ist immer noch Raclette-Käse über. Der muss ja auch wiederverwertet werden oder aufgebraucht werden vielmehr. Darüber ist noch das Pizzagewürz von Just Spices, das hier. Kleine Werbeeinblendung. Das gibt es übrigens immer noch gratis mit dem Code JustSandrasKochblog. Ab einer Bestellung von 20 Euro bekommt ihr das also dazu bei Just Spices. Das Schätzchen kommt jetzt in den Ofen und darf da natürlich noch ein bisschen überbacken, weil Käse muss ja zerlaufen. Und da ist es auch schon fertig. Rezept dazu ist übrigens auf dem Blog, auch in der Infobox verlinkt. Und standesgemäß, wir essen gerne aus Schüsseln auf dem Sofa. Wird das Ganze jetzt mal umgefüllt und sich gemütlich gemacht.
Und der Weihnachtsbaum steht immer noch. Ich konnte mich irgendwie nicht davon trennen, sollte eigentlich heute alles rausfliegen, aber darf jetzt noch ein paar Tage hier bleiben. Guten Morgen in aller Früh. Heute habe ich mir ein herzhaftes Frühstück gemacht. Ich fahre gleich nach Köln und das nehme ich mir mit. Alles andere schaffe ich jetzt nicht. Das ist hier auch wieder ein Low-Carb-Mehrkornbrötchen von Keto Up. Und ja, belegt habe ich mir das mit meinem heißgeliebten Appenzeller-Käse. Den mag ich ja unheimlich gerne. Und ich mache mich dann gleich mal auf die Socken. Sport habe ich leider heute Morgen nicht mehr geschafft. Muss ich dann heute Abend dran. Ich hasse es ja, abends Sport zu machen, aber was hilft's? Hello Lovelies, bin gerade nach Hause gekommen. Heute Mittag hatte ich übrigens einen Salat, also nicht den hier, ne? Den habe ich uns jetzt eben gemacht. Nee, einfach so einen gemischten Salat vom Buffet, keine besonders große Portion. Und jetzt habe ich uns hier ja auch nochmal einen gemischten Salat gemacht, jeweils mit Thunfisch und Käse und Tomaten. Und es kommt gerade eine WhatsApp rein. Hallo Mama. Hier habt ihr nochmal einen Screenshot, wie ich mein saure Sahne-Dressing mache, weil die Frage kam in letzter Zeit wieder häufiger. Von daher, ich filme euch da gerade mal hin. Das habe ich nämlich mal in der Insta-Story gepostet. Also könnt ihr jetzt einmal auf Stopp drücken und euch einen Screenshot machen. Ist auf jeden Fall super kalorienarm, hat nicht so viel Wumms wie fertige Dressings und ja, schmeckt super, super lecker. Und das wird jetzt verfuttert. Guten Morgen! Boah, hier ist es so kalt geworden, da will man überhaupt gar nicht raus. Ich muss euch gestehen, ich habe übrigens gestern geschlabbert und keinen Sport mehr gemacht. Ich hatte so keinen Bock mehr. Na egal. So, das gibt es jetzt gleich zum Frühstück. Das ist diesmal Kokosjoghurt mit Schnick-Schnack-Schnuck obendrauf. Und da muss ich euch noch gestehen, ich habe ja gestern noch ein Foto für Instagram gemacht, für meine Low-Carb-Süßigkeiten-Story. Ja, und als ich dann so ein bisschen was auf dem Teller hatte, habe ich noch von der Schokolade, also oben diese beiden Riegel, jeweils die Hälfte gegessen. 2, 3 von den Low-Carb-Lakritz, ja, und bestimmt auch 2, 3 von den Gummibärchen. Den Riegel, den ihr da rechts seht, den habe ich wieder brav eingepackt, aber ja. Ein bisschen habe ich da noch geschnabbelt. So, ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis heute Abend wieder. Heute Abend gibt es eine absolute kulinarische Höchstleistung von mir, für die ich mindestens diesen Titel hier verdient habe. Ich habe es auch extra nochmal wunderhübsch drapiert und eingepackt. Ja, da habe ich wirklich lange, lange, lange für in der Küche gestanden. Böse Kohlenhydrate gucken hier raus. Nein, mein Liebster war bei der Imbissbude. Yay! So, was ist da mitgekommen? Für ihn einmal lecker, lecker Gyros mit Pommes. Da werde ich drauf verzichten. Aber man kann ja auch von der Imbissbude bestellen oder was holen vielmehr, wenn man auf Low Carb ist. Für mich gibt es heute ja einfach nur eine Portion Fleisch. Da werde ich mir gleich noch ein bisschen was draufpacken, zeige ich euch. Da freue ich mich jetzt sehr, sehr, sehr drauf. Ja, und heute Mittag gab es übrigens wieder einen klein gemischten Salat. So sieht es doch gleich aus wie selbst gemacht. Die Teller sind auch der neueste Schrei im Foodblogger-Himmel. Also, ich habe mir das Ganze jetzt hier noch ein bisschen verfeinert mit meinem Pizzagewürz. Das mache ich auch auf Gyros. Das schmeckt nämlich auch fantastisch. Mit Chiliöl und ein bisschen scharfer Barbecue-Soße. Heute Morgen nehme ich mir noch mal ein Low-Carb-Mehrkornbrötchen hier mit. Das ist so richtig auch schön fluffig innen, seht ihr hier. Und ich werde mir das heute belegen mit Ziegenkäse. Ich habe hier so eine Ziegenkäserolle, der ist übrigens auch sehr, sehr gut von den Werten. Hat 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm gerechnet, also ja, hohen Proteinanteil und nur 1 Gramm Kohlenhydrate. Ja, und das mache ich mir jetzt mal eben fertig. So, ihr seht, von der Menge her habe ich jetzt ungefähr ein gutes Drittel genommen von der Rolle. Übrigens kann man den auch wirklich super, super gut in der Pfanne machen, ganz kurz, oder im Backofen, dass der warm wird. Jetzt vielleicht nicht zum Frühstück, aber so auf dem Salat drauf schmeckt der auch echt super lecker. Und fertig ist, ja, und das wird jetzt gleich eingepackt und fährt dann mit auf große Reise, mal wieder nach Köln. Nö, ich habe irgendwie so einen Hunger, ich glaube, ich esse das jetzt schon. So, meine Lieben, heute Mittag gab es wieder Salätchen, wie quasi den Rest der Woche, also seit Montag. Und ich habe euch auch endlich mal ein Foto gemacht, damit ihr euch mal so vorstellen könnt, wie groß die Portion war. Das blende ich euch mal hier ein. Und jetzt habe ich mir Nudeln gemacht, Low Carb Rigatoni mit einer ganz schnöden, was heißt schnöden, einfachen, aber sehr leckeren Tomatensoße. Und obendrauf noch Ziegenkäse, ist der gleiche von heute Morgen.
Und ja, weil bestimmt die Frage kommt, welche Nüdelchen das sind. Vielleicht kennt ihr sie auch schon aus dem Food Diary. Das sind also diese Rigatoni Low Carb Nudeln von Keto Up. Schwupps, ich drehe es mal rum. Und dann seht ihr zum einen hier, nicht zum einen, sondern ihr seht hier die Nährwerte. Das ist genau eine halbe Portion, die ich hier auf dem Teller habe. Also die Hälfte von den 210 Gramm gleich 105, genau, gut gemacht. Und ihr seht auf 100 Gramm 1,0 Gramm Kohlenhydrate, also gar nichts. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Der Hase bekommt gleich normale Nudeln dazu. Aber gut, das zeige ich euch jetzt nicht mehr, da wisst ihr ja alle, wie die aussehen. Ach na komm, so viel Zeit muss sein. Hier ist die Portion vom Hasen. Das sind die normalen Nudeln und nicht die gestörten wie bei mir. Happy Donnerstag. Es geht aufs Wochenende zu. Da sind wir doch alle gleich viel besser gelaunt. So, das ist mein Frühstück hier heute. Kokosjoghurt, natürlich wieder 250 Gramm. Mit restlichen Beeren, da muss ich unbedingt für Nachschub sorgen. Und dann habe ich obendrauf noch ein bisschen Zimt gegeben, Sesam und was ist das noch? Wartet. Diese beiden Schätzchens hier. So, ich könnte das hier auch ein Just Spices Food Diary nennen, aber ich benutze das halt auch super viel im Alltag. Ja, übrigens, Sport mache ich wieder heute Abend. Gestern habe ich es nicht gemacht. Naja, da habe ich den Weihnachtsbaum abdekoriert, die ganze Deko runtergebracht, also irgendwie tausendmal gefühlt Treppe hoch und runter gegangen, die Bude noch geputzt, also... Ich glaube, das hat auch genug Kalorien verbrannt und ich hatte dann auch einfach, ja, keinen Bock mehr. Heute Abend Resteverwertung Deluxe oder auch nicht Deluxe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat doch irgendwie so viel Zeug teilweise in den Vorratsschränken. Ich will das jetzt irgendwie mal alles aufbrauchen. Deswegen, also Rührei habe ich uns hier gemacht mit Schnittlauch obendrauf. Das futtern wir gleich. Dann haben wir hier noch leckeren spanischen Schinken. Den habe ich noch so am Stück. Den habe ich hier gerade so ein bisschen aufgeschnitten. Dann hier noch so ein Tellerchen mit Silberzwiebeln, sauren Gurken, Artischocken, auch irgendwie alles noch vom Raclette übrig, das hält sich ja ewig. Hier, das passt zwar jetzt irgendwie gar nicht, aber hatte ich auch noch irgendwie im Vorratsschrank, Makrele in Tomatensauce. Und dann habe ich uns hier gerade noch ein bisschen, also eine Kugel Mozzarella so ein bisschen mariniert mit Olivenöl und Kräutern. Ja, und ich würde mal sagen, das wird jetzt so einigermaßen gerecht verteilt und dann ist es heute unser Abendessen. Heute Mittag gab es mal wieder einen Salat, den kennt ihr ja mittlerweile. Guten Morgen, ich bin heute zu Hause, mache heute einen Bürotag. Ich habe schon fleißig Sport gemacht, Fahrrad gefahren. Und jetzt gibt es für mich hier mein Low Carb Toastbrot und ich zeige euch gleich noch, was ich drauf mache. Resteverwertung. Nehmen wir das mal mit in die Küche. Es gibt mal wieder den Rest von der Ziegenfrischkäserolle und ich glaube, heute muss ich wirklich mal einkaufen, da führt kein Weg dran vorbei. Auch wenn ich so meine Schränke leer kriegen möchte, aber ja, so ein bisschen frische Sachen brauche ich auf jeden Fall noch. Hier sieht es aus wie Kraut und Rüben. Ich habe nämlich gerade für Instagram ein Low-Carb-Süßigkeiten-Food-Haul für die Story abgedreht. Da habe ich euch noch ganz viele Informationen auch gegeben, wie man die Kalorien mitberechnet und die Kohlenhydrate und so weiter. Also guckt da gerne mal vorbei. Ich speichere euch diese ganzen Abnehm-Story-Geschichten in den Highlights ab bei mir auf dem Insta-Account. Und die könnt ihr dann alle nochmal dort nachschauen, weil sonst verschwinden die ja nach 24 Stunden. Und da habe ich euch unter anderem auch was zu den Riegeln gesagt. Und genau diesen habe ich euch dann nämlich gezeigt. Das ist nämlich mein Lieblingsriegel. Und den schnabbel ich mir natürlich jetzt auch auf. Ne? Ist ja wohl Logo. Und hier aus meinem Zucker-Sortiment, aus meiner Low-Carb-Schokolade. Da esse ich jetzt übrigens auch noch das Stückchen hier und das Stückchen. Ich werde euch das auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Da gibt es nämlich so ein schönes Package hier auf Amazon. Da sind dann nämlich auch genau diese 6 Sorten mit drin. Hello, hello. So, endlich kann ich euch nochmal zeigen, was ich eingekauft habe. Denn wie ihr seht, diesmal lohnt sich das Ganze auch, weil ich ein bisschen mehr eingekauft habe. Und zwar, wir fangen einfach mal hier wieder an, wie immer. Habe ich eine Gurke mitgenommen, einmal Rosenkohl zum Einfrieren, neue Beeren fürs Frühstück, 2 Stangen Lauch, denn ich mache nachher eine Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch, lecker, lecker. Dann hier noch 9 Gouda. Old Amsterdams, auch so mit meinem Lieblingskäse. Der war hier runtergesetzt, weil es noch Tannenbäumchen sind. Aber egal, die schmecken ja genauso. Dann nochmal Basilikum. Neuen Parmesan. Leberwurst. Hier noch Salami.
Dann noch einmal Frischkäse und dann habe ich hier mal so eine Pomelo, so heißt die, glaube ich, mitgenommen. Da bin ich mal ganz neugierig, wie die schmeckt. Dann habe ich noch eine Avocado mitgenommen. So, dann geht es hier weiter. 2 Dosen Thunfisch. Gleich kommen auch so ein paar Nicht-Low-Carb-Sachen. Und hier noch einmal Mandelblättchen. Ich wollte nämlich mal so ein Mandelhähnchen machen nächste Woche. Neuen Schafskäse. Für die Suppe gleich noch hier den Schmelzkäse. Genau, einen mit Kräutern habe ich noch im Kühlschrank. Dann habe ich noch 2-mal saure Sahne für mein Salatdressing mitgenommen. 2-mal Vanilleskier. Wie immer griechischen Joghurt, einen großen Pott. Dann hier noch so ein Joghurt. Der Hase hat sich auch seine Joghurts mitgenommen. Almigurt, holländischen Pudding, irgendwie so ein Flatzeug oder so. Dann hat er sich noch mitgenommen, ja, Logo, Erdnüsse. Dann hier diese Wasabi-Teile, Wasabi-Nüsse. Die finde ich auch mega lecker, weil die so schön scharf sind. Aber ich muss die Finger davon lassen. Ja, dann noch ein Brot. Und hier geht es dann noch süßigkeitentechnisch weiter. Eine große Packung Twix, eine große Packung Snickers und, ja, sind auch so mit meine Lieblingschips, ne? Die Pepperoni-Chips. Ich räume das jetzt mal weg und dann mache ich mich mal dran und mache es Abendessen. Und das brauchen wir für die Käselauch-Hackfleischsuppe. Man kann auch noch Champignons mit reinmachen, habe ich jetzt heute nicht. Wir haben hier einmal 500 Gramm schönes Rindergehacktes. Dann 2 Packungen von dem Kräuterschmelzkäse, nee, einen Kräuter, einen normalen, genau, und einen gestörten Lauch. Also 2 Stangen Porree und dann hier noch eine Zwiebel und dann brauchen wir gleich noch was Rinderbrühe. Und da freue ich mich schon drauf, das ist echt so ein schönes Low-Carb-Essen. Man muss halt so ein bisschen aufpassen mit den Kalorien wegen dem Käse, aber auf jeden Fall mal mega lecker. Ich habe das jetzt einfach eben mit der Brühe abgelöscht. Ich habe auch einen Teil Gemüsebrühe genommen, weil ich nicht mehr genug Rinderbrühe hatte oder Rinderfond. Und jetzt kommt da gleich der Käse mit rein, wenn das einmal kurz aufgekocht ist. Und dann war es das auch schon fast. 20 Minuten später ist die gute Suppe fertig und befindet sich jetzt im Fotostudio. Wir gehen mal näher ran. Rezept gibt es zwar schon auf dem Blog, aber ich wollte das Foto gerne mal erneuern. Und hier seht ihr sie jetzt mal fertig. Ich liebe diese Suppe. Die habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Rezept gibt es, wie gesagt, auf dem Blog. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Da sind bestimmt 4 gute Portionen drin. So, that's it, meine Lieben. Ich muss jetzt mal that's it sagen und nicht wieder so, meine Lieben. Da ist die Woche wieder rum. Das sage ich ja sonst immer am Ende und ich kann es irgendwie selber nicht mehr hören. Aber that's it ist auch irgendwie doof. Egal, mal gucken, was mir da sonst noch so einfällt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Drückt fleißig das Däumchen nach oben und schreibt mir gerne was. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf, wenn ich eure Kommentare lesen darf. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche Sonntag wieder hier sehen. Also abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Und ansonsten, vielleicht sieht man sich ja zwischendurch mal auf Instagram. Auch da habe ich immer jede Menge Spaß mit euch. Habt auf jeden Fall alle noch einen super schönen Sonntag. Macht's euch gemütlich. Startet morgen voller Power in die neue Woche, ihr Lieben. Und ja, dann bis spätestens nächsten Sonntag. Und bleibt gesund und munter. Tschüss.